Startvideo haben wir auch noch immer keins. Sollten wir auch noch machen. Durchdrehende Reifen gehört einfach dazu, zum guten Ton. Grüezi und herzlich willkommen auf der Mobilinsel. Ungarn Ted, Sektion 6. Das ist die Verbindungsstrecke zwischen der Sektion 10, das ist die, die rund um Budapest geht, und der Sektion 15, das ist die, die ein Stück unterhalb vom Balaton anfängt und dann in den Osten rüber geht. Und wie gesagt, die 6er verbindet die zwei genau. Die Strecke ist 106 Kilometer lang, läuft anfangs parallel zur Autobahn M6, und zwar wirklich parallel. Das heißt, da fährt man wirklich gefühlt 3 Meter neben der Spur, da ist der Bahnstreifen, der Zaun, und dann fährt man schon. Vielleicht heißt es auch deswegen Sektion 6. Keine Ahnung. Und da fährt man so gut 40 Kilometer, fahren wir immer wieder relativ in Sichtweite der Autobahn, fahren über die Autobahnbrücke drüber, man wechselt immer die Seite von der Autobahn, unter der Autobahn durch, links, rechts, das geht bis zur Hälfte von der Strecke, ehe man dann abbiegt ins Landesinnere, und dann geht es ewig lang über Felder dahin. Die Strecke an und für sich nicht schwer, würde ich mir selbst sogar zutrauen, mit einem Zweizylinder zu fahren und sogar zu zweit mit Sozia, sofern die Strecke trocken ist. Das muss man dazu sagen, weil es sind Feldwege, und wenn das gratschig ist, kann das ganz schnell richtig interessant werden. Aber auch bei mir war es trocken, obwohl jetzt davor anderthalb Wochen dieses große Unwetter da bei uns war und Tschechien und Ungarn drüben, und auch die Donau, Budapest war ja Hochwasser, und der Hundal von Budapest hat man auch noch gesehen. Es waren auch noch zum Teil Felder überflutet, nur die Strecke ist dort nicht ist zwar vorbeigegangen, aber nicht durchgegangen durch diese überfluteten Felder, zum Glück. Technisch keine Herausforderungen, wie es auf diesen Feldwegen ist, dass man meistens in so Spurrinnen fährt. Das ist halt, muss man mögen, muss man nicht mögen, ich mag es nicht, ja. Aber ich mag auch keine steinigen Strecken, ich mag auch nicht, wenn so ein Rollschotter ist, ich mag auch nicht, wenn es sandig ist, eigentlich mag ich Offroad fahren überhaupt nicht, aber trotzdem mache ich es immer wieder. Aber wo Sand ist auch, ist halt in Ungarn scheinbar auch immer wieder, du hast in diese Spurrinnen manchmal doch relativ tiefen Sand, bis wo das Motorrad zum Schwimmen anfängt. Ich muss auch noch dazu sagen, ich bin ein relativ, wie sagt man das, faule Sau. Das heißt, ich sitze gern beim Fahren. Ja. Ich sitze recht gerne, ich liebe es nicht wirklich aufzustehen. Ja. Ich hasse das eigentlich, wenn ich stehen muss. Und dann wird es im Sand in diesem, dann wird es immer so komisch. Ne. Ab und an überwinde ich mich dann schon, dass ich aufstehe auch, aber eigentlich fahre ich lieber sitzend. Und dann ist das Ganze nicht ganz so lustig. Stehen, wenn ich stehen fahre, ist es natürlich leichter zum Fahren. Wie gesagt, keine Herausforderung technisch, bis auf, wenn es nass ist oder halt dieser Sand, aber das sieht man eh schon vorab. Ansonsten, die Streckenlänge, habe ich schon gesagt, 106 Kilometer. Ich bin gefahren von 9 in der Früh bis 3:30 am Nachmittag, mit einer nicht einmal so langer Mittagspause. Ganz im Gegenteil, ich habe unterwegs einen getroffen mit einer Kowe 450, mit dieser neuen 450er Rallye da. Der hat mich eigentlich nur länger aufgehalten. Hat mir voller Begeisterung von seinem Motorrad erzählt. War auch irgendwo beeindruckend, die Maschine, was die so alles kann, was die so alles hat und was die dafür kostet. Muss ich sagen, Hut ab. Wenn so ein China-Kracher, können wir ja eigentlich auch so nennen, ne? Wirklich so gut funktioniert, wie er so ausschaut und so, dann ist das schon ein relativ tolles Angebot. Vor allem der 31 Liter Tank. Weil das war bei dieser Strecke auch wieder, die Strecke ist 106 Kilometer, wie ihr wisst, die kommt nicht so weit mit meinem Tank. Am Ende habe ich gehabt 150 Kilometer drauf, und dann habe ich genau noch 1,2 Liter gehabt, wie auf der Tankstelle dann tanken war. Also, glaube ich, muss man angewöhnen, auch zwischendurch ein bisschen eventuell mal nachtanken zu gehen. Wurscht. Wie gesagt, von 9 Uhr bis 3:30 bin ich gefahren. Ich sage aber dazu, ich bin weder ein schneller Fahrer, da sind wir nochmal bei dem Kowe-Fahrer, der hat mir dann alles gesagt, und dann ist er losgefahren und hat mir zuerst noch erzählt, was er sich noch alles anschauen wird. Oder er hat mir erzählt, wo er noch überall fahren wird, und mir gedacht habe, naja, ist aber schon ambitioniert. Und dann ist der losdonnert und dann haben wir gedacht, gut, so wie der fährt, gehen sich ja noch 2 Kaffee aus und eine längere Mittagspause auch. Ja, also so wie der fahre ich auf keinen Fall, also ich bin ja eher der langsamere Fahrer, und gezwungenermaßen durchs Filmen bleibe ich auf sehr, sehr oft stehen, oder muss ich einfach sehr oft stehen bleiben. Das kostet einfach Zeit, ist so. Ist auch der Grund, warum ich würde das Ganze schon gerne mal zu zweit fahren, so einen Ted, nur ich bin mir nicht sicher, wann da mitfahren wird, ob das dem so taugen wird. Dass ich da wirklich alle, was ich, wenn ich irgendwas sehe, bleibe ich sofort stehen, Kamera raus, Stativ raus, das dauert dann immer 100 Jahre. Oh, wenn derjenige kein starker Raucher ist, glaube ich, wird es ihm irgendwann zu bunt werden. Ja, das war eigentlich die ganze Strecke. Von der Navigation her war es wirklich nicht schwer, war relativ leicht. Es gibt viele lange Geraden. Das heißt, man kann auch entspannt einmal gerade dahin fahren, muss nicht dauernd aufs Navi schauen, wo der nächste Abzweiger ist oder wo man abzweigen muss. Aber wie gesagt, navigationstechnisch nicht so schwer. Einen Punkt gibt es allerdings, und zwar bei Kilometer 43 kommt man zu einem Reiterhof. Und
Da fährt man so gerade dahin, sieht einen Wald, also da fährt man dann in den Wald hinein. Und linker Hand ist dieser Reiterhof. Die haben da so ein größeres Gartentor, das war offen und das hat die Zufahrt in den Wald, also wo der Weg weitergeht, einfach versperrt und das habe ich nicht gesehen und bin da links in diesen Garten hineingefahren. Mit Schritttempo, wie immer waren Leute, vor allem Pferd und Hund waren dort, also da bin ich eh schon vom Gas komplett runter und bin eh noch ducker, 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 aber ganz langsam bin ich da in diesen, ich habe es halt nicht erkannt, in den Garten rein, dann habe ich den Hund auf meinen, das waren nicht zwei Hunde, das war so eine kleine Pinscher, aber trotzdem, der eine hat mir da, hat sich da in meinen Stiefel verbissen ein bisschen und die Frau, die da gerade mit den Pferden gearbeitet hat, war kurz ein bisschen angespeist, was ich auch verstehen habe können, aber es hat ihr sich leid getan, ich habe das dort nicht gesehen. Ja? Und lange Rede, kurzer Sinn, sie hat dann sogar Deutsch können, weil wir einfach nur Englisch geredet und hat mir dann gezeigt, wo der Weg ist und hat ihm gemeint, dass da schon immer wieder öfter Motorradfahrer vorbeikommen und halt sie mit Leuten noch arbeiten, also dass Leute kommen, die reiten lernen und die Pferde halt dann doch manchmal schauen, bla bla bla. Kurz und gut gesagt, wenn sie dort hinkommt, das ist bei Kilometer, also wenn es von Norden nach Süden fahrt, bei Kilometer 43 ungefähr, bei diesem Reiterhof lang bitte und gerade in den Wald hinein weiter. Ihr braucht ja nicht irgendwo links in den Garten fahren, fahrt einfach gerade weiter. Grüßt die Reiter, wenn welche unterwegs sind, ganz liebe Leute, aber nicht in den Hof hinein, sondern gerade weiter und dann geht die Strecke durch den Wald durch weiter. Das waren die zwei Highlights von diesem Tag. Mehr hat es eigentlich nicht gegeben. Das war jahreszeitenbedingt, ich will jetzt sagen trostlos, aber die Felder waren schon alle abgeräumt, die Maisfelder waren alle gerade, die haben es gerade eingeebnet. Die Sonnenblumen, die vertrockneten, sind noch herumgestanden. Ja, es ist Ungarn. Ich würde sagen, es ist eine richtig typische Ungarn-Strecke. Ja. Einfach eben, eben, eben und viel gerade. Muss man nicht mögen. Hat es einmal Reivadace, wie der YouTube-Kanal heißt. Die haben das einmal so bemängelt, dass das so halt nicht so toll ist. Es ist Ungarn. Also man muss immer dazu sagen, so ist Ungarn, so sind die Strecken. Ich meine, ich weiß, dass es andere Strecken auch gibt. Also mir gefällt es trotzdem. Ich finde es trotzdem recht leiwand. Wenn man schöne Strecken haben will, dann muss man halt irgendwo nach Bosnien oder sonst irgendwo in die Berge. Aber man muss halt wissen, wenn man nach Ungarn kommt, da gibt es halt nicht viel Berge oder nur Hügeln. Ja? Und da geht es halt viel eben und gerade dahin. Hat aber trotzdem seine Reize. Außerdem bin ich drauf gekommen, dass ich die Ungarn sehr mag, weil die irgendwie so ein bisschen Grantler sind wie die Wiener. So wie ich auch. Es ist dann so Fremden gegenüber ein bisschen so. Auf der Tankstelle, wenn du irgendwas kaufst, bezahlst du immer so in der Richtung, als würdest du ihm gerade irgendwie stören oder taugt mir irgendwie. Ich mag das. Gut, das waren die Informationen zur Strecke. Wie gesagt, TED Ungarn Sektion 6. Und jetzt entlasse ich euch in meine Bilder, die ich mitgebracht habe von dem Tag und wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Grüß Sie und herzlich willkommen auf der Oberinsel. TED Ungarn, Sektion 6. Das ist südlich von Budapest und geht dann da in Richtung Süden runter. Ich habe mir das auf der Karte angeschaut. Auf der Karte schaut es so an, als würde es da relativ viel entlang der Autobahn gehen, entlang der M6. Ich glaube, Höhenmeter sind irgendwas bei 90, also nicht wirklich viel. Ich will es nicht verschreien, ich glaube, das wird eine flüssige Fahrt werden. Wir haben einen Tag freigenommen dafür. Die Regenhosen, achso, vielleicht sollte man die Regenhosen noch zumachen. War vielleicht auch nicht so ungeschickt. Wenn es mehr regnet, müssen wir uns die Regenjacken auch noch anziehen. So, dann schauen wir uns das an. 106 Kilometer, Ankunft 11.51. Na, das bezweifle ich. Ich glaube, das Navi weiß nicht, was wir alles vorhaben dazwischen. Und los geht's los! Los!
Noch sagt's, volle Innovation, 360 Grad Kamera, ich brauche nur mehr einmal vorbeifahren. Und hab das Video, wie vorbeifahren. Welche Musik nehmen wir heute? Ich glaube, wir nehmen 80er Jahre. Gehen wir. Super, oder? Ich hoffe, das wird beim Schneiden auch genauso, wie man das vorstellt. Ein Stückchen fahren wir noch und dann, oder? Oder? Ich glaube, es ist soweit, oder? Wir machen das Ganze einmal wieder düster und ganz episch. Jetzt machen wir wieder 80 Jahre Happy Sound. Yeah! Es sind noch 39 Kilometer bis zum Ziel. Ich brauche jetzt einmal eine Pause. Jetzt ist mir schon ziemlich heiß. Es ist sehr warm geworden. Also diese Wolken haben sich verdüstet komplett. Blauer Himmel. Ich habe schon die Brille gewechselt. Ist das mir aufgefallen? Bisher läuft es wirklich, läuft es ganz toll. Gibt es überhaupt nichts. Unterwegs den Typen, den ich da drauf habe, das war echt Diamond. Der hat diese Kobe 450 gehabt, diesen China-Kracher. Ist schon mächtig, das Teil, muss man schon sagen. Ist halt die Frage, wie gut der Motor ist oder weiß nicht, wie gut das Ding als der Ganze ist. Dann gebe ich alles nachgebaut. Gabel ist, alles ist chinesisch, aber alles ist irgendeinem guten oder einem guten Original nachgebaut. Spannende Sache. Ich bleibe bei meiner Suzuki. Wobei, 32 Liter Sprit hat der mitgehabt. Also 32 Liter kann der bunkern, kommt bis 600 Kilometer, kommt er damit. Ist schon arg. Das ist nicht diese Ansage für einen Zylinder. Gut, bla 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 genug. Ich habe einen Hunger und vor allem über einen Durst. Ich werde jetzt eine Pause machen. Das ist wirklich Ungarn so, wie man es kennt. Brettl eben. Sind die Felder auch schon abgeräumt. Die Sonnenblumen sind schon verbrannt. Guckerutz ist abgeräumt. Der Herbst kommt. Aber schön ist trotzdem. Macht schon Spaß. Ist schon Leimann da. Weiter geht's. 39 Kilometer noch. Im Tank soll jetzt das Jahr ausgehen. Hoffentlich. Jetzt sind wir bei 99. Ja, soll es ja ausgehen. Wenn am Ziel eine Tankstelle ist, dann geht es ja aus. Bahnübergang. Das Video darf nicht fehlen, oder? Extra für dich, Reinhard.
Und, super? Extra für dich, Reinhard. Du wolltest ja wissen, wie das funktioniert mit dem Rückwärtsfahren am Motorrad. Da oben ist es wieder dazu. Kannst du was lernen von mir, aber wenn du es nicht glaubst. Startvideo haben wir auch noch immer keins. Sollten wir auch noch machen. Durchdrehende Reifen gehört einfach dazu, zum guten Ton. So, 800 Meter noch, dann haben wir das Ziel erreicht. Noch 500 Meter noch. 400. Und 200. Ob das der Busch da vorne ist? Die Wegkreuzung ist es. Die Wegkreuzung. Tada! Ja, geschafft! TED Ungarn Sektion 6 ist erledigt. War eine schöne Strecke, war nicht wirklich schwer. Jetzt sind wir relativ weit weg von zu Hause. Die Lampe leuchtet auch scharf. Ich hoffe, dass da irgendwo im Umkreis von 10 km Tankstelle ist, die offen hat. Sonst ist blöd. Ich fahre auf jeden Fall jetzt tanken, dann werde ich nochmal Pause machen, werde nochmal was trinken und eine Kleinigkeit essen. Dann werde ich mir auf dem langen Heimweg machen. Hat Spaß gemacht, hat richtig Spaß gemacht, war wirklich leiwand. Leiwand war der Typ, den ich da getroffen habe. Und schauen wir, welche die nächste Sektion ist, die fahren wir. Ich hoffe, die Bilder haben euch gefallen. Vielleicht noch ganz kurz, ausrüstungstechnisch habe ich aufgerüstet. Und zwar habe ich mir für Tagestouren jetzt diese kleinen Reno Walk gekauft, die 2x9 Liter. Da gehen die Grüße an den Jakob hinaus, der mir die verkauft hat, über will haben, zu einem sehr fairen Preis. Vielen Dank, Jakob. Schade, dass das du nicht verwenden hast können. Wie gesehen habe auf dem Foto, dass du von der CRF, weiß nicht, ob es 300 oder 250er war, hast das oben gehabt. Ich finde die wirklich toll. Also sie sind genau 2x9 Liter. Mit dem Tankrucksack gemeinsam habe ich alles untergebracht, was ich braucht habe für den Tag. Regenquant, Stative sind drinnen, Kamerasrüstung und was waren's? Zwei Semmeln, drei Semmeln, 3,5 Liter Flaschen und ein paar Cabanos in so einem Tabakschirr. Ah ja, und noch ein bisschen Karibik, mitten in der Booster. Wie immer, muss dabei sein. Für Tagestour richtig optimal, weil es nicht so auftragen, weil es kein Gewicht haben und weil es keine Hecktasche brauchst. Aber das Problem bei der Hecktasche für mich ist auch, jedes Mal, wenn ich aufgestanden bin, weiß ich sehr selten du, aber trotzdem, ab und zu stehe ich auch auf. Wenn ich aufstehe beim Fahren, ist die Hecktasche vorgerutscht und wenn ich wieder hinsetzen will, bin ich auf der Hecktasche gesessen. Ne? Diese Hecktasche brauche ich nicht. Ich glaube, die wäre sogar entsorgen und auf viel haben verkaufen. Aber so, da kriegst du alles rein. Optimal. Das waren meine Informationen für euch zum TED Sektion 6 in Ungarn. Mehr, wenn ihr mich wieder seht. Ihr müsst nur mich gucken, wie es weitergeht. Ciao! Ciao!